Always two there are. No more, no less. A master and an apprentice. Herzlich willkommen zu Episode 1 von Meister und Schüler. Hier ist der Hukasch und neben mir sitzt der große Darth Bane. Hallihallo, liebe X-Wing Community. Wie geht's euch? Wie steht's? Wir grüßen euch. So, diese Folge wollen wir gerne unsere neuen Karten ausprobieren und das bedeutet Karten und Upgrades aus dem Raider, aus der Raider Expansion. Ja, bei mir ist Welle 7 leider noch nicht da. Beziehungsweise jetzt schon, wenn wir hier vertonen, aber als wir das Spiel gemacht haben, war sie noch nicht da. Und genau, und Welle 7. Und ja, ich spiele eine halbklassische Liste, und zwar einmal ein IG-88. Halbklassisch, hört. Ja, halbklassisch, weil IG kennt man ja. Mit zwei Y-Wings. Und diese Y-Wings, die haben das neue, schöne Upgrade von der Twin Laser Turret. Und die ich dann gerne mal einmal hier zu Felde führen wollte. Der IG-88 ist relativ ja, konservativ ausgestattet mit einer Mängler-Kanone und deinem anderen Zeug, bla bla bla. Das, was wirklich spannend ist, ist ja der einsame Wolf, nicht wahr? Genau, der einsame Wolf und Trägheitsdämpfer. Genau, ne? Richtig. Das, was ich jetzt dieses Mal ausprobiert habe, was ich normalerweise nicht spiele, sind die Trägheitsdämpfer. Ja, ich, wie gesagt, Welle 7 ist noch nicht da. Ich wollte unbedingt mein Lieblingsschiff spielen, den Advanced, und habe eine kleine Advanced-Liste vorbereitet. Und zwar spiele ich Commander Alusen und Zertik Strom, beide mit Veteraneninstinkte und dem neuen Zielcomputer, und lasse Vader nicht in seinem eigentlichen Turbo-Sternenjäger, wie er auf Deutsch so schön er heißt, sondern in einem Doom-Dezi mitfliegen. Und hier haben wir auch direkt aufgestellt, ein spannender Korridor, und unser Spiel beginnt. Genau. Also kurz mal zu der Aufstellung von den Asteroiden. Für mich war es halt erstmal ein bisschen so, dass ich ja Platz brauche, um mit der Krabbe relativ gut boosten zu können, beziehungsweise dann auch meine Senior Loops zu fliegen. Daher habe ich, sage ich jetzt mal, die Asteroiden dann relativ im äußeren Bereich aufgestellt. Und rein von der Aufstellung her fliegt der IG-88 erstmal alleine rechts los. Und die beiden Y-Wings dienen sozusagen ein bisschen als Flanker, beziehungsweise sollen sich ein bisschen langsam von außen ins Geschehen dann halt reinpirschen. Ja, hier sehen wir gerade Commander Alusen, der durchstartet. Und die Y-Wings sind relativ weit weg und ich möchte erstmal mein Feuer auf die Krabbe konzentrieren. Das werde ich auch brauchen. Aber natürlich wird das so schnell nichts. Und ich gehe natürlich jetzt auch stark davon aus, dass du erstmal abhaust. Genau, also das ist eigentlich auch so erstmal der Plan gewesen, dass die Krabbe sozusagen als Beute dient und dass sich seine Schiffe hinter die Krabbe klemmen. Und hier war die Überlegung, was mache ich jetzt? Drehe ich nach links ab und ziehe ab? Ja, ich rechne mit genau dem. Ich möchte ein bisschen Platz lassen, deswegen startet mein Doom-Dezi hier durch und legt erstmal eine Zielerfassung. Hier übrigens ein Bild auch zu sehen, der Range-Ruler von der Deutschen Meisterschaft 2014 mit dem schönen roten Bären drauf. So, und der Punkt hierbei war jetzt, dass ich gedacht habe, also dass ich ein bisschen unterschätzt habe, wie schnell du eigentlich auch mit dem Doom-Dezi beziehungsweise dann auch mit den Advanced rankommst. So, und dadurch habe ich mir gedacht, okay, jetzt kann ich halt einen guten Schuss machen und danach abhauen. Und deswegen habe ich an der Stelle die Trägheitsdämpfer gezündet. Ja, was mich sehr überrascht, also der Alusen ist so geflogen, weil er damit rechnete, dass die Krabbe scharf 1 eindreht und hat jetzt erstmal kein Ziel vor Augen, muss erstmal sein Ziel schwenken. Zertik geht erstmal nach vorne und ja, er hat ein Ziel vor Augen. Und wir nähern uns hier auch direkt der ersten Schussrunde. So, also was auch ganz schön ist, auch dein Commander Alusen, der ist trotzdem in Reichweite 3 zu einem Y-Wing und kann schon mal seinen Target-Lock setzen. Was natürlich für den Advanced Targeting Computer wichtig ist. Korrekt. So, hier werden die ersten Eitelkeiten ausgetauscht, aber Autofrusters verhindern jeglichen Schaden. Guter Alusen schießt, ja. Und mit dem neuen Zielcomputer, wie du gerade schon sagtest, ist sogar ein bisschen Schaden drin. Jetzt überlegst du dir, ob du deinen Fokus ausgibst.
Kratzt dich ein bisschen, ja. Die Lukas-Denker-Pose. Ja. Ah, da kommt das Konterfeuer. Wieso schießt du auf Alusen? Das ist eine verdammt gute Frage jetzt gewesen, weil eigentlich habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt mit der Krabbe schieße, ihm Schaden reindrücken kann und in der nächsten Runde mit den Y-Wings auf ihn schieße, sodass ich den hoffentlich dann komplett wegschießen kann vom Ja. Spielfeld. Und Hier übrigens. das war halt so der Grund, weil ich halt wusste, okay, die Y-Wings, die sind noch zu weit weg und die schnappen sich auf jeden Fall, also wollen zumindest zu dem einen Advanced rüberfliegen. Ja. Hier übrigens hast du erst vier Würfel geworfen, weil du dachtest, du hast einen Heil C. Ich habe dich das auch nochmal würfeln lassen, aber trotzdem verliert der gute Alus in seinen ersten beiden Schilde. Ja, der Doom DC ist dran zu schießen. Schwer mit diesem Ding Schaden zu machen, aber ich ziehe den ersten Schild ab, indem ich halt zwei Schilde opfer und Vader. Was man, finde ich, auch gegen eine Krabbe jederzeit auch gegen Schilde machen darf und kann, weil die Dinger einfach enorm tough sind. Und da kommen jetzt das erste Mal die Twin Laser Turrets in Action und fügen dem Alusen einen weiteren Schaden zu. Schilde weg, erste Hülle. Aber zum Glück ist nicht mehr drin. Ja, das war die erste Schussrunde. So, auf den beiden Y-Wings ist auch noch der R4 Agomech darauf, um einfach, sage ich jetzt mal, für die beiden Angriffe den Fokus zu haben und dann den Target Lock. So, jetzt fliege ich mit den Y-Wings nicht direkt auf Alusen zu, sondern fliege jetzt weg. Dank der 360-Grad-Kanone Turret. brauche ich, genau, Turret, ja, brauche ich ja jetzt nicht zu schießen, beziehungsweise mich nicht zu positionieren. Ich hingegen möchte der Krabbe den Weg versperren, weil die muss jetzt nach vorne fliegen. Und ich habe übrigens, neben Vader ist da auch noch der gute Kurzstreckenlaser drauf. Und ich fühle mich da in der Position gerade ziemlich wohl. So, und dieses Manöver habe ich komplett unterschätzt, weil ich ja wirklich halt mit der Krabbe nicht wegkomme. So, und ich hatte ja gehofft, dass ich ein grünes Manöver fliege. Leider zünden die Kurzstreckenlaser nicht. Richtig, die Kurzstreckenlaser. Auch wieder so ein Punkt, man sollte die Liste des Gegners kennen. Ja, ich wollte eigentlich dann mit der Krabbe am Dezi vorbei und dann wegboosten. Aber das hat leider dann nicht geklappt. Ja, hier krache ich leider in Reichweite 1 an meinen eigenen DC, aber füge der Krabbe auch mal eben. Oder vier Hits mit einem Crit hin, dank dem Zielcomputer. Finde ich ganz gut. Ja, leider nur drei Würfel ohne Modifikation. Ja, da waren ein paar Fokus dabei. Das sind drei Schilde, die du verlierst. Ja. Damit ist die Krabbe im zweiten Schuss schon schildlos. Und hier ist Alusen auf 1 rangekommen. Das ist doppelt so schön, weil erstmal kann ich jetzt schön schießen. Ja. Da Die gehen Schilde weg. Würfel enttäuschen nicht, wobei ich Ja, sage jetzt mal, bei und einem der Würfel ist es ja auch Alibi. erste Crit geht rein, Piloten werden 0, ne? Ist, denke Richtig. ich mal, nicht so schlimm. Was vor In allem das Tolle ist, Reichweite 1 heißt, dass du deinen Turret auch nicht einsetzen kannst. Das heißt, ich muss jetzt nur noch Beschuss durch einen Twin Laser Turret eben fürchten, den von Richtig. dem vor dem hinteren Y-Wing. So, du entscheidest dich für die Mängler, weil Primärwaffe geht ja leider nicht. Also geht Ist schon, aber richtig. du hast halt auch nur drei Würfel. Und hier verliegt Strom. Insgesamt ein Schild. Das ist okay. Das ist okay. Ja, der DC hat leider keinen der Y-Wings in Reichweite. Du darfst jetzt schießen. Was hältst du von den Zwillingslasergeschützen? Ja, also ich sag jetzt mal, bei dem Spiel hatte ich ein bisschen so gemischte Gefühle dabei, weil also der doppelte Angriff ist definitiv nett. Aber es ist halt schon schwierig, sage ich jetzt mal, mit drei Würfeln ohne großartige Modifikation da auch wirklich gerade gegen drei Agility-Schiffe Schaden ordentlich durchzudrücken. Ich meine, klar, spielt da immer so ein bisschen Glück auch mit dabei, wie der andere würfelt. Aber da fehlt so ein bisschen die Konsistenz, beziehungsweise dann halt auch so der Punch mal in einer wichtigen, ich sag jetzt mal, an einer wichtigen Stelle mal ein bisschen Schaden auch zu drücken. Ja, So, und jetzt gerade bei den wobei Y-Wings, gegen einen Dezimator halt können die ja durchaus was machen. Aber schauen wir keine mal, was Frage. die Also ich Y-Wings. sag ja, Genau. da so bei zwei Y-Wings, also wenn man halt vielleicht vier aufstellt, sieht die Sache noch ein bisschen anders aus. Jetzt hier nochmal, um wieder zum Spielgeschehen zurückzukommen, füge ich eine scharfe 3 durch. Eine scharfe 2 hätte ich vielleicht sogar auch machen können. Verliere ein Schild.
durch den Asteroiden, aber ich bin in einer guten Position. Ich habe immer noch meine Zielerfassung von letzter Runde und ich möchte die Krabbe weiterhin blocken. Und Sertik steht auch noch da und so sind die meisten Bewegungen der Krabbe jetzt in dem Moment geblockt. Ja, ich glaube, du wolltest da einen Boost Ja, durchführen, genau. Ich aber. wollte halt einfach mal gucken, ob es jetzt vom Boosten her geht. Geht beides nicht, oder? Nee, du fliegst eins geradeaus einfach nur. Du Genau, wolltest vorher gerne richtig, boosten. genau. Ah, gut, verbesserte Sensoren, das ist ja ganz nützlich. So, hier übrigens auch zu sehen, die Regional 2015 Schablonen hier auf Englisch, ein Mitbringsel aus Holland. Alle sind verfolgt die Y-Wings gnadenlos. Nimmt sich natürlich immer an Evade, hat ja schon schweren Schaden kassiert. Nur noch zwei Hitpoints, also möchte man natürlich auf der sicheren Seite sein. Hier auch ein klassisches Manöver, ein 4er K-Turn und der gute Strom setzt sich jetzt direkt hinter den Kollegen hier. Ja, also die Krabbe ist definitiv von jetzt von zwei Schiffen in Reichweite 1 Da möchte sie nicht sein. eingekesselt. Nein, eine ganz blöde Situation. Da kommt nämlich ordentlich Schaden durch. Oh. Wildmarker nimmst du. Aber ein Crit kommt rein. Und du. Ladehemmung. Richtig, Für das genau. deine Mängler. Crit, den es ja bald nicht mehr gibt. So, der nächste Reichweite. Ein Schuss. Also was man da jetzt natürlich nicht sieht, ich weine. Du weinst. Ich weine, ja. Ja, können wir jetzt noch einen Volltreffer rein und ja, natürlich kommt der ekligste Crit direkt rein. Das ist das Tolle an diesem Zielcomputer. Man setzt eben Crits und naja, da ist der Volltreffer, der hier den Y-Wing dann doch noch die letzte Hülle raubt. Ja, der verzweifelte Schuss. So verzweifelt ist es ja gar nicht. Beziehungsweise, ja, ich habe ziemlich ein Schwein, denn ich verliere nur einen einzigen Schild durch deinen Angriff der Mängler. Und meine Zielerfassung ergibt im Gegenzug aber auch nur zwei Treffer. Dann nimmst du deine grünen Würfel. Ja, die schon mal besser waren. Definitiv, definitiv. Krabbenwürfel sollen ja besonders gut in Reichweite 3 sein, wo die auch hingehört. Und ich wähle natürlich direkt und da kommen zwei weitere Schaden durch. Und ein weiterer Crit, so hast du es gefunden, Sensorenausfall, ne? Richtig, ja, keine Aktion mehr. Und die Krabbe hat auch keine Hose mehr. Man beachte übrigens, wir waren ja schon letztes Mal bei der Batman-Geschichte, wie die Krabbe ihr Zeichen an den Himmel wirft und nach der zweiten Krabbe schreit: Wo bist du, IG-88C? Komm schnell herbei! Ja, Ich und brauche deinen Boost und deinen Evade! der Dezimator ist ein verkapptes Bettmobil. Ja, wenn wir Darth Vader als dunklen Rächer interpretieren möchten, gerne, gerne. Okay. So, ganz kurz zu dem Manöver. Ich fliege da jetzt mit dem Y-Wing einen 4er-K-Turn. Und das Manöver habe ich deswegen gewählt, weil ich ja wusste, ich kriege den vermaledeiten Advanced ja nicht von meinem Hintern weg. Und in Reichweite 1 kann ich ja auch nicht schießen. Also habe ich gehofft, dass du jetzt natürlich eine Seite wählst, links oder rechts. Und ich dann aber schön in Reichweite 2 noch auf dich schießen kann. Durchaus, durchaus. Ich nehme übrigens mit dem Dezimator in der Regel immer eine Zielerfassung, weil Fokus ist eine schöne, sehr flexible Aktion, aber mit Null ausweichen braucht man das definitiv nicht. Und dieser Dezimator ist zum Opfern da. Tja, jetzt will ich natürlich noch gut Schaden machen. Na, du willst erstmal deine Aktion wieder hinkriegen, was du auch schaffst, ne? Sensoren sind wieder in Betrieb. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du einen Keton fliegst, deswegen verschätze ich mich mit Alusen, aber. Ja, das hat da habe ich ja getrunken gehofft. Ich hätte natürlich auch nach links fliegen können, aber naja, gut. So, jetzt hier. Ja, das ist ganz übel. Weil da hatte ich eigentlich auch gehofft, dass ich da raus bin aus dem Feuerwinkel, aber klar, keine Chance. Und Dann geht die berühmte Krabbe. ich meine noch mehr. Und zerlässt sich in einer ziemlich, ziemlich, ziemlich bösen Situation. Ich habe mir auch gerade da die Tränen weggewischt. Ja, zwei Treffer.
Ja, aber wie du schon sagtest, Zwillinglaser-Turrets, also Zwillingslasergeschütze gegen ein Schiff, was drei Ausweichen hat, sind nicht unbedingt von Vorteil. Nein. Der Y-Wing ist zu diesem Zeitpunkt übrigens noch eigentlich so vollständig, muss man dazu sagen, ne? Also der ist noch voll. Die letzte Hoffnung. Ja, die letzte Hoffnung des Abschaums, ein einsamer Syndikatschläger mit Zwillingslasergeschütz. Ja, Alluzen ist schwer verwundet, der hat nur noch eine Hülle, der haut erstmal aus dem Kampf natürlich ab. Ist seine Wehtogen. So gute Seatec muss ich erstmal sammeln. Jo. Ja, der hat jetzt erstmal genug Zeit. Ich meine, klar, jetzt bist du ja natürlich sehr stark im Vorteil mit 3 gegen 1 Schiffen. Kannst jetzt erstmal alle Zeit der Welt lassen, dich dann auch ein bisschen zu positionieren Ja, an der Stelle wieder. erstmal kitzel ich dir zwei Schilde runter, ne? So, du hast jetzt die Wahl zwischen Dezimator und Alluzen, entscheide ich dich aber nochmal für Alluzen. Genau. Auch wenn der jetzt wegfliegt, aber für mich ist es halt so der Punkt, ich möchte ihn gerne weghaben. Was du jetzt auch schaffst, da Genau. verwürfle ich und Alusen geht endlich drauf. So, jetzt hoffe ich, dass ich dich blocken kann. Was zwar nicht ganz klappt, aber ich verschätze mich selber ein bisschen hier um Millimeter an dich auf den verdammten Asti. Genau. Und das ist ein Rebellenasteroid. Rebellenasteroid. Wenn der Wyvern schon selbst keinen Schaden macht, dann. Ja. Wenn der Gegner verweigert, mir Schaden zuzufügen, muss ich es halt selber machen, aber okay. Naja, ist auch fair. Definitiv, definitiv, definitiv. So, jetzt haut der gute Zertik mal drauf. Du und deine Panzer-Y-Wings habt nur einen Schaden gemacht. Dafür sind die Schilde jetzt weg. Jetzt würde ich natürlich gerne mit Vader drauf schießen, aber gut. So, du schießt mit deinen Primärwaffen, oder? In Ja. dem Fall genau auf den DC mit der Primärwaffe. Und fügst mir Hit-Hit-Crits und dazu noch einen Volltreffer. Du hast mir mal eben 4 Schaden zugefügt mit dem Schaden vom Asten. Das ist 5 Schadenspunkte für den DC in einer Runde. Damit hat er noch 3 Hit-Points. Also zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich wieder größte Hoffnung, weil 3 Treffer, die könnte man mit einer Zwillingslaserkanone dann halt schon relativ geschützt. Den DC ja schon hinzufügen. Der Aber hat ja null jetzt. Ausweichen auf Reichweite 3, das ist halt der Vorteil, ne? Ja, genau. So, was natürlich aber halt jetzt. Der Wyvern, der hat ja auch keine Schilde mehr. 5 Fülle noch. Von Fülle noch. Aber ist natürlich sehr empfänglich auch für Vader. Wobei ich jetzt eigentlich auch weiß, du Vader jetzt definitiv nicht mehr. Außer, sagen wir jetzt, vielleicht im letzten Moment, wo du halt weißt, okay, du kannst mich jetzt mit dem Bädern komplett vernichten. Ja, und wenn ich das Schiff verlieren würde, wäre es ja für mein Punktekonto nicht so cool. Richtig. Und Nein, nein, ich sage ja, bei 3 Punkten wird es ja noch gehen. ja, da kann ich leider nicht schießen, habe ich den Winkel ein bisschen verschätzt, aber habe immer noch den Asteroiden, der mich beschützt. Das ist das Tolle. Also bekomme ich einen. Na, was bekomme ich? Ein Ausweichwürfel. Yes. Erstmal kommt natürlich mein Schuss. Du hast 3 Würfel, Reichweite 3 und der Asteroid und verlierst, kriegst die erste Schadenskarte quasi. So, jetzt habe ich natürlich Angst, jetzt kommt der Twin-Lasertroid heute. Gibst deinen Fokus anscheinend aus, ja. So, jetzt der eine Würfel. Ja, da kommt der erste Schaden rein. 2 Hitpoints verbleibend. Genau. Gut, ich meine, man muss ja klar sagen, auch wenn du jetzt 3 Hitpoints hast, in der Runde kann ich dich trotzdem nicht Ja, wegschießen. was mir übrigens auffällt, du hast dein Agromech vergessen, du hast noch eine Zielerfassung gehabt. Das ist richtig. Ja, know your abilities, my friend, know your abilities. As always. As always. Weil dadurch hättest du vielleicht mit dem zweiten Angriff sogar noch getroffen. Das mag sein, ja. Also die Kombi R4 und Zwillingslaserschutz ist eigentlich schon nicht schlecht, ne, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich habe es aber in dem Spiel definitiv viel zu wenig genutzt. Ja, jetzt vielleicht mir auch den Dezimator am Anfang geben sollen. Aber noch ist ja noch nicht aller Tage Abend, wie es so schön heißt. Auch wenn natürlich Zertix Storm jetzt unbarmherzig die Verfolgung aufnimmt und ich direkt mal die ersten Würfel unter den Tisch haue. Das ist ja schon sehr gierig. Und du kassierst einen Crit und es ist natürlich der Volltreffer. Ja, ganz böse. Aber wenn es halt schon ein bisschen bescheiden läuft, dann läuft es richtig bescheiden, ne? Wie es so schön heißt, wie es so schön heißt. Ja, das Bettmobil tastet sich So. langsam ran. So, hier hätte ich gedacht, So. du fliegst wesentlich schärfer. So, und hier habe ich auch gehofft, dass ich eigentlich dann durch das Manöver auch wieder rauskomme, aber Millimeter wieder noch drin ja, gewesen. dann passt es auch. Und Kabums, das war's. Damit eine Niederlage. Ja, damit gewinnt das Imperium heute dieses Match. Auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Was ist dein Abschlusskommentar? Also ich hätte auf jeden Fall am Anfang mit der Krabbe anders fliegen müssen. Ich hätte definitiv direkt abdrehen müssen. Da sieht man auch, dass praktisch direkt am Anfang ein falsches Manöver das restliche Spiel stark dominiert hat, beziehungsweise dann so beeinflusst hat, dass ich eigentlich nicht agieren konnte, sondern eigentlich nur noch auf deine Aktion beziehungsweise auf deinen Flug reagiert habe. Richtig. Also die Trägheitsdämpfer einmal einsetzbar können den Spiel entscheiden. Hier hast du sie definitiv viel zu früh eingesetzt. Also zu Das meiner war Verteidigung muss ich auch sagen, ich habe jetzt die Karte zum ersten Mal zum ersten Mal gespielt. gespielt. Das, ja. Ja. Also normalerweise fliegt der Lukas an den Krabben nämlich sehr gefährlich. Und deswegen hat mich das auch überrascht. Und das ist natürlich, wenn man die Krabbe so serviert bekommt, dann sage ich als Liebhaber der französischen Cuisine natürlich nicht nein. In dem Gut. Sinne, bis zum nächsten Mal. Wenn wir euch dann wieder was Leckeres präsentieren. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.